Die EZB hat es also doch getan und die Zinsen angehoben. Vor ein, zwei Wochen schien das noch sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich hatte damals schon gesagt, ich denke, sie werden es tun, weil sie zu spät dran waren bei der Bekämpfung der Inflation. Und jetzt hat man diesen Schritt getan und gleichzeitig aber signalisiert, dass jetzt Ende im Gelände ist, dass also der Zinsgipfel erreicht ist. Und das ist aus meiner Sicht jetzt ein Fehler, denn das wird Konsequenzen haben für die Inflation. Damit wird das Problem wieder größer, aber dazu gleich mehr. Schauen wir uns mal zunächst diese Zinsanhebung an. 25 Basispunkte. ECB hiking rates into a stagflationary recession, heißt es hier, also in eine stagflationäre Rezession. Aber was sollst du tun? Man hat als Notenbank viel zu spät reagiert auf die Inflation, viel später als die Fed. Und der Kardinalfehler ist, wenn du halt zu spät bist, dann hast du ein Thema, das ist, wie ich immer wieder sage, wie im Sport, wenn du den ersten Fehler machst, dann kommt der zweite Fehler. Und der erste Fehler war, diese Inflation zu negieren, zu leugnen und dann schlichtweg panisch eben diese Zinsen anheben zu müssen. Und ich hatte heute Morgen getitelt, heute wissen wir, wer die Macht in der EZB hat. Und das ist jetzt ein typisches, wie soll man sagen, Kompromisspaket einer politischen Institution. Man erhöht die Zinsen, kommt damit den Vertretern der Nordländer in der Eurozone entgegen, die genau das gefordert haben. Aber um dann den Südländern etwas zu geben, sagt man, okay, das war's jetzt wahrscheinlich erstmal mit den Zinsanhebungen. Und einst hatte im Jahr 1974 Alexander Kluge und Edgar Reitz einen Film gemacht, der hieß In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Und ich glaube, dieser Mittelweg, dieser Kompromiss ist sehr, sehr schlecht letztendlich, nicht nur für die EZB selbst, sondern wahrscheinlich auch für die Weltmärkte. Warum, will ich gleich zeigen. Zunächst mal eben diese verschiedenen Fraktionen. Die Falken wollten das. Lagarde hat sich dann so ein bisschen neutral erstmal gestellt in den letzten Tagen, sich dann aber offenkundig doch entschieden, hier für diesen Zinsschritt zu werben. Die Deutsche Bank sagt, naja, also das ist eine Pause, aber das ist jetzt nicht, sei doch nicht gesagt, dass das damit jetzt Schluss ist. Ich denke, die EZB hat hier ein echtes Problem. Man hat nämlich dann diesen Satz hier reingefügt, die EZB geht davon aus, dass die Zinsen jetzt ein ausreichend restriktives Niveau haben, wenn sie lange genug hoch sind. Also man signalisiert ganz klar, okay, wir werden die Zinsen nicht senken. Aber das ist doch die Ansage, ist jetzt ausreichend, jetzt haben wir genug gemacht, jetzt reicht's doch erstmal. Und das hat Folgewirkungen, denn die EZB ist mit einer viel höheren Inflation konfrontiert als etwa die Amerikaner auf der einen Seite. Und gleichzeitig ist die Wirtschaft viel schwächer als die der Amerikaner, sodass eben die Möglichkeit besteht, dass die Fed die Zinsen weiter anheben wird. Die EZB aber jetzt gesagt hat, das könnte es gewesen sein. Und hier sehen wir den Euro-Dollar, der darauf reagiert. Trotz Zinsanhebung fällt er, denn das dürfte zur Folge haben, dass sich Kapitalströme verschieben, nämlich raus aus dem Euro-Raum, rein in den Dollar-Raum. Denn wenn ich jetzt keinerlei Fantasie mehr habe bei einer schlechten Wirtschaft, dass die Zinsen weiter steigen, dann packe ich mein Geld woanders hin. Wir sehen diese deutliche Reaktion. Im Grunde hat die EZB den Euro zum Abschuss freigegeben und wir sehen hier den Dollar-Index zunächst mal, der ein neues Hoch erreicht, ein neues Verlaufshoch. Der Euro hat ja eine Gewichtung in diesem Dollar-Index von 54%, ist also sehr, sehr prägend für den Dollarindex. Und normalerweise ist es ja so, dass Aktien negativ reagieren auf die Stärke des Dollarindex und umgekehrt. Wir sehen aber auch bei den Renditen vielleicht schon hier eben diese verschiedenen Geldströme oder die Verschiebung der Geldströme. Wir sehen, die US-Rendite für die 10-jährige Anleihe steigt sogar um 3 Basispunkte, während die Renditen für europäische Anleihen, etwa die deutsche, 6 Basispunkte fällt. Also das zeigt so doch, wo die Reise hingeht. Und dann muss man die Frage stellen, wird der Euro auf die Parität fallen? Das ist jetzt nochmal ein Unterstützungsniveau, wo der Euro ist. Da muss er halten, sonst droht hier ein ziemlich schneller Abverkauf weiter Richtung Parität zum Dollar. Und dennoch gab es eben die Südländer, die dann gesagt haben, finden wir ja nicht gut, das hilft der Wirtschaft nicht, dieser Zinsschritt, wie hier der italienische Industrieminister, der gegenüber einer Nachrichtenagentur gesagt hat, also das hilft der Wirtschaft nicht. Die EZB-Chefin hatte ja in der Pressekonferenz gesagt, es gab eine solide Mehrheit für die Zinsanhebung, für diesen Zinsschritt.
Also es gab einen Gegner offenkundig, das hat sie auch klar gesagt, aber es gab eine solide Mehrheit und die hat sich also entschieden, letztendlich die Zinsen anzuheben, weil ja die Inflation so hoch ist. Man hat die Inflationsprognosen ja auch nach oben genommen für dieses Jahr und fürs nächste Jahr. Und gleichzeitig aber sagt man, naja, jetzt ist erstmal Schluss, oder sagt es indirekt im Notenbankersprech, jetzt ist erstmal Schluss, das passt nicht so richtig zusammen. Hier die Commerzbank mit der Einschätzung, war es das? Wahrscheinlich ja. Aber das ist hier die Auffassung der Commerzbank, die darauf verweist, dass aber die EZB wahrscheinlich die Zinsen nicht senken kann, weil strukturell eben eine deutliche Inflation ist. Man argumentiert hier seitens der Commerzbank, dass man sagt, also alleine diese ganzen Stimulusmaßnahmen, die durch Regierungen gemacht wurden, die werden bis ins Jahr 2025 latent inflationär wirken und vor allem durch diese Abkehr von den fossilen Energieträgern, also der Dekarbonisierung, die dürfte jedes Jahr zwischen 0,2 und 0,4% die Inflation steigern. Das ist eine Menge Holz. Und dann haben wir eben diese 3Ds, Deglobalisierung, Dekarbonisierung und Demografie, eine giftige Mischung, gleichzeitig eine schwache Wirtschaft, also eine Art stagflationäre Rezession, wie am Anfang gesagt wurde. Und wenn du dann sozusagen den Märkten signalisierst, aber wir sind fertig, dann gibst du deine Währung zum Abschuss frei. Damit wiederum, weil eben die Dinge in Dollar notiert sind, importierst du wieder Inflation und machst das Ganze letztendlich noch schlimmer. Hier Bob Elliott nochmal, der sagt, also er geht nicht davon aus, dass wir hier die Steer-Märkte, also die Future-Märkte im Grunde, die Zinserwartung bepreisen, dass wir hier 100 Basispunkte Zinssenkungen in 2024 sehen werden. Ja, vielleicht eben aufgrund dieser strukturellen Inflation einerseits und andererseits eben, weil man sich mit einem schwachen Euro dann noch mehr Inflation importieren würde. Und Thorsten Polleit, der geschätzte Thorsten, er sagt, hier kommt ein perfekter Eurosturm auf uns zu, denn auf der einen Seite schrumpft die Geldmenge. Normal läuft das BIP sehr parallel zur oder das reale BIP, inflationsbereinigte BIP, sehr parallel zur realen Geldmenge auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist die Zinskurve massiv invertiert. Was bedeutet, dass den Banken die Fristentransformation abhanden kommt? Also man leiht sich kurzfristig Geld aus zu niedrigeren Zinsen und verleiht es zu höheren Zinsen dann an die Kunden, und diese Differenz ist dann der Gewinn. Derzeit ist die Zinskurve invertiert. Das lohnt sich für die Banken nicht mehr. Insofern wird dann die Kreditvergabe geringer. Gleichzeitig bleibt die Inflation relativ hoch und die Wirtschaft sackt weiter ab. Das ist schon ein unschönes Szenario, was hier droht. Und so die ersten Auswirkungen kommen jetzt so langsam auch in Deutschland am Arbeitsmarkt an. Volkswagen Stellenabbau, da werden jetzt keine Vollzeitstellen gestrichen, aber man verlängert Zeitarbeiter nicht. Warum? Weil die Nachfrage nach den E-Autos von Volkswagen oder nach E-Autos allgemein deutlich nachgelassen hat, seit die Subventionen für diese E-Autos staatlicherseits nachgelassen haben. Und hier gibt es dann die Forderung etwa vom IW, Institut für Wirtschaft, das eben sagt, ja, finden wir richtig, dass Brüssel hier jetzt gegen die Chinesen ein bisschen schießt. Die Chinesen wiederum schießen zurück. Global Times sagt, die Europäer haben Angst, weil sie nicht wettbewerbsfähig sind. They are afraid of competition, und man droht mit Gegenmaßnahmen, bezeichnet das, was hier von der Leyen gestern gesagt hat, als Protektionismus, und liegt damit wahrscheinlich gar nicht so falsch. Das ist das große Problem. Protektionismus heißt latent Zölle, heißt latent Erhöhung von Kosten für alle Beteiligten, heißt wiederum mehr Inflation, heißt wiederum, dass letztendlich die Wirtschaft schwächer wird. Und jetzt kommt dazu, dass der Ölpreis noch deutlich steigt. Heute schon wieder ein neues Hoch, Jahreshoch, das wir hier erreicht haben. Das ging direkt parallel mit der EZB-Entscheidung, dass der Ölpreis dann nochmal in Richtung WTI zumindest, in Richtung 90 Dollar geschossen ist. Gleichzeitig, die Amerikaner haben dann auch ein Problem, denn ihre Lagerbestände sind so niedrig, die Inventories wie seit 46 Jahren nicht mehr. Also wenn der Euro abwertet, dann wird auch Öl teurer. Das werden wir dann an der Tankstelle merken. Und all diese Dinge sind natürlich, da hängt ein Rattenschwanz dran, der vielleicht der EZB jetzt nicht so richtig klar ist. Man musste irgendwie diesen Formelkompromiss machen. Ja, Zinserhebung nochmal, aber dann den Südländern das Zuckerl geben. Aber damit ist jetzt Schluss. Und dann haben wir heute Daten bekommen aus den USA. Die waren deutlich stärker als erwartet, was die Retail Sales betrifft. Also die Einzelhandelsumsätze, Konsum ja entscheidend in den USA. Aber das war natürlich viel getriggert
durch hier die Benzinpreise, also durch das, was die Amerikaner der Tankstelle ausgeben, ist ja auch sozusagen Umsatz. Und je höher die Preise sind, umso mehr Umsatz wird dann damit gemacht. Wir sehen also hier dieses deutliche Überbieten, aber wie gesagt, wenn man diesen Benzinfaktor abzieht, dann ist das nicht mehr ganz so toll, aber auch nicht toll ist, dass die Erzeugerpreise aus dem August deutlich stärker gestiegen sind mit 0,7% zum Vormonat, die Kernrate wie erwartet 0,2, aber eben auch zum Vorjahresmonat 1,6 statt 1,3 in der Headline-Zahl. Also wir sehen, welchen Einfluss dieser Energiefaktor hat. Das treibt die ganze Berechnung nach oben außerhalb der Kerninflation. Und wenn wir uns nochmal das Ganze hier anschauen, den Einzelhandelsumsatz in den USA, dann sehen wir Gas, also Benzin, wenn man so will, 6% gestiegen. Viele andere Sachen sind sogar gefallen, also die Umsätze gefallen. Das ist der Inflationstreiber jetzt, der mit Transport dann zusammenhängt. Wenn Benzinpreise steigen, Energiepreise steigen, dann wird der Transport von Waren teurer. Das müssen Supermärkte dann wiederum auf die Waren draufschlagen und so weiter und so fort. Hier in Deutschland kommt ja dann noch die Lkw-Maut, das wird das Ganze dann noch verschlimmern. Wenn wir jetzt wieder zurückkehren in die USA, dann sehen wir, dass die inflationsbereinigte Zahl sogar wieder negativ war. Wir haben jetzt 10 Monate in Folge, dass inflationsbereinigt eigentlich die Einzelhandelsumsätze gefallen sind. Das zeigt, dass auch der amerikanische Konsument jetzt nicht mehr so richtig mit kann. Kommen wir kurz zu den Märkten. Hier sehen wir den S&P 500. Heute ja sehen wir eine positive Reaktion zunächst mal, obwohl die US-Daten heißer waren. Aber man sagt sich, cool, dass die EZB hier praktisch ein Zinsende signalisiert und die Chinesen haben auch was gemacht. However, wir sehen hier der S&P in dieser Zone 4.300 bis 4.600. Vorhin waren wir knapp bei 4.500. Das sind diese Make-or-Break-Marken. Ginge es unter 4.300, dann bearish, geht es über 4.600, dann hätten die Bullen ein Argument. Und wir sehen jetzt ein neues Handelsinstrument in den USA. Diese Zero-Day-Optionen werden jetzt erstmals auch auf ETFs ausgeweitet. Es gibt ein Triple Q, also ein Nasdaq-ETF, das man mit Zero-Day-Options shorten kann. Also praktisch eine Option auf ein ETF, das noch am selben Tag verfällt. Diese Zero-Day-Options, die sind ja immer wichtiger geworden. Morgen ja ein großer Verfall in den USA. Und das ist das Zweite, was ich vorhin andeutete, nämlich die Chinesen haben heute wieder mal Zinsen gesenkt, nämlich die Einlagensätze, die chinesische Banken halten müssen, wenn sie Kredite vergeben, hat man um 25 Basispunkte gesenkt. Das heißt, da sieht man, dass die Dinge doch schon ziemlich arg sind. Wir sehen, dass dieser kleine Push bei den Immobilienverkäufen jetzt schon wieder verpufft ist, nach den Maßnahmen, die Peking getroffen hat, um Immobilienkäufer ein bisschen zu entlasten. 3 Empfehlungen, meine Damen und Herren, zum Abschluss. Warum fällt der Euro nach der Zinsentscheidung? Ein dovischer Hike. 1. Empfehlung. 2. Empfehlung. Was sagen eigentlich verschiedene Experten zu dieser EZB-Zinsanhebung? Gut, schlecht? Was sind die Konsequenzen? 2. Empfehlung und die 3. Empfehlung, meine Damen und Herren. Soll Brüssel wirklich wegen den Elektroautos gegen China vorgehen? Was ist da Ihre Meinung? Sind Sie dafür? Sind Sie dagegen? Würde mich freuen, wenn Sie das in den Kommentaren schreiben, nachdem Sie auch diesen Artikel gelesen haben. Also 3 Artikel-Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.